Hallihallo, Hallöchen, damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns heute auf dem frisch erschienenen OMSI Add-on Köln, das am heutigen Donnerstag veröffentlicht worden ist. Und jo, genau, das schauen wir uns heute einmal an. Die Strecke wurde gebaut von PAD Labs. Die haben auch teilweise schon Strecken für den Train-Simulator gebaut, Freiburg-Basel zum Beispiel. Und der Bus hier kommt von Darius Bode, busmäßig mitgeliefert, wird einmal der Citaro erste Generation als Solobus und was wir jetzt heute hier sehen, der Citaro G als Gelenkbus-Variante eben. Und fahren können wir die Linie 132, die wir hier sehen, dafür stehen wir jetzt hinter dem Kölner Hauptbahnhof und genau, fahren dann einmal die komplette 132 ab. Das ist unser Plan für heute. Schauen wir uns, würde ich sagen, erstmal den Bus an, dafür fahren wir den schon mal langsam hoch, damit er schon mal so ein bisschen Druckluft aufbauen kann. So, genau, das ist eben hier in Kölner Ausstattung mit Ibis Plus Gerät, was wir jetzt hier rechts anziehen, das fährt gerade hoch. So, Linie müsste die 132 sein, so und Route müssen wir uns mal schauen. Wir fahren vom Breslauer Platz zur Frankenstraße, genau, das ist nämlich einmal der komplette Umlauf, das ist Route 6. So, das ist nicht intuitiv irgendwie Route 1, wie man es normalerweise kennen sollte, sondern das ist Route 6. Okay, Breslauer Platz. Fahren wir los und für uns geht's, können wir nochmal ganz kurz schauen von außen, 132, genau, nach Köln, Meschenich. Genau, das heißt, wir fahren einmal in Richtung Süden, das ist unser Plan für heute und das hier ist eben der Bus, wie wir vorne an der Front schon sehen können, gibt es eben keine Lizenz von Mercedes-Benz, wie für die ganzen anderen Omsi-Wagen von Mercedes eben auch. Deswegen eben die Front hier ohne Mercedes-Stern. Ansonsten, genau, eben der Citaro als Gelenkbus-Variante. Und in dem Fall ist halt eben mit der typischen Kölner Ausstattung. So, ich würde sagen, wir steigen gerade mal in den, kann man so ein bisschen Licht. Ja, komm, so ein bisschen Licht. Fangen wir mal vorne an. Das ist eben unser Fahrerarbeitsplatz, wie wir schon sehen können. Dreitürige Variante, genau. Haben wir hier erste, zweite Tür, also erste ganz manuell, zweite, wie ich gelesen habe, mehr oder weniger manuell. Also die geht automatisch auf. Ich muss sie selber wieder zumachen. Dritte Tür ist komplett automatisch. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen nach. So, genau, gehen wir mal hier in die zweite Tür. Die können wir mal aufmachen. Können wir sie trotzdem. Okay, ist ja schon mal auch nicht schlecht. So. Und einmal zu damit. Genau, das ist einmal der Bus hier. Dann stellen wir uns einmal wieder ganz vorne. Einmal hier ins Gelenk. Und dann, genau, würde ich sagen, einmal relativ weit nach hinten. Ach, hier ist auch nochmal ein... Ach, das ist vorne. Ja, genau, das wollte ich haben. Ich kann mich super orientieren. Hier ist hinten, genau. Sogar mit Fahrgastanzeige einmal für den hinteren Teil. Genau, das ist quasi jetzt erstmal die Stätte unseres heutigen Werkes. Den Solobus können wir uns dann vielleicht in einer weiteren Folge nochmal anschauen. Ist jetzt allerdings nichts für heute. So, Fenster können wir ein bisschen, ist das elektronisch? Vermutlich, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ah, Tatsache, elektronischer Fensterheber. Okay. Gut. Damit wir ein bisschen aus dem Bus hören, das ist so ein bisschen mein Ziel. So, dann können wir auch eigentlich schon mal vorziehen, würde ich sagen. Und dann können wir uns mal ein bisschen Hauptbahnhof anschauen, weil wir nämlich da stehen, das ist dann vielleicht ganz interessant. So, ich sage nicht, der Kollege steht jetzt da, wo wir hin müssen. Bis Audi 132. Ja, sag mal, Kollege, da geht aber nicht, ne? Will ich jetzt einen Fahrgäste wegschnappen hier? Das finde ich nicht gut. Naja, gut, okay, wir machen gerade mal dann die Tür auf, stellen uns einmal hin. Ihr steigt alle mal alle ein, das ist mir jetzt relativ wumpe. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir vor ihm loskommen. Genau, wir sehen hier den Kölner Hauptbahnhof. Das hier ist, genau, Haltestelle Breslauer Platz, direkt hinter dem Hauptbahnhof. Wie wir hier sehen können mit seinen durchaus vorhandenen Gleisen. So, den Kölner Dom sehen wir auch hier einmal in der, ja, mehr oder weniger in der Nahaufnahme. Und genau, das ist im Prinzip eben Ausgangspunkt unserer Linie. Heißt, wir starten wirklich hier im Zentrum am Hauptbahnhof. So, 2 Minuten warten. Das ist jetzt auch, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen länger, aber irgendwie sind wir halt schon fertig, ne? Das Fenster vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf, dann hören wir vielleicht ein bisschen mehr vom Bus. So, ist vielleicht ein ganz guter Plan. Genau, ansonsten Fahrzeit müsste ich selber mal ganz kurz schauen, was wir da heute vorhaben. Oi. Ja, stark 44 Minuten. Kann man mal machen. Bin ich auch mal gespannt, was uns erwartet. Bei der Minute können wir auch mal losfahren. Ne? Was, wie Angst, Knöpfe zu drücken. Es steht zwar alles beschrieben, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt rumklicken, sonst mache ich irgendwas kaputt.
So, ja, auf jeden Fall müssen wir von dem Kollegen los. Das steht einfach schon mal fest. So. Fahrgäste sind auch zufrieden, seid ihr das? Ja, klar, guck mal. Genau, wir fahren Wagen 327. Ich hoffe, das ist auch wirklich ein Gelenkbus, sonst... Naja, ist auch egal. So, Minütchen. Ach, guck mal. Fahren wir einmal los, dann glaube ich eh ein bisschen Verspätung einsammeln hier im Stadtverkehr. Und dann geht's einmal los für uns. Eieiei, das ist aber auch, wenn einer steht, jetzt nicht unbedingt, da könnte aber schief gehen, ne? Nee, easy. Einwandfrei. So, locker. So, ja gut, links, da kann man zum Glück durch den Spline durch, das ist immer ganz, praktisch. So, los geht die Fahrt. 132. Aber am Hauptbahnhof haben wir auch ganz gut Leute eingeladen. Ist, denke ich mal, so einer der ein bisschen besser besuchteren Haltestellen. Und da bin ich auch mal gespannt. Eine automatische Weiterschaltung müssten wir ja tatsächlich haben. Gehe mal stark davon aus. Soll ich mal vielleicht einen Ticken lauter noch? So, der will da gar nicht raus. Okay. Ist akzeptiert. So, und einmal raus hier. Den Sound können wir uns auch mal anhören, da würde ich sagen, machen wir das mal ein bisschen auf einer etwas freieren Strecke, wenn wir so ein bisschen Platz haben. Jetzt kümmern wir uns erstmal ein bisschen so ums Fahren, weil ich sonst, glaube ich, so ein bisschen unkoordiniert in der Gegend rumfahre. Erstmal ein bisschen daran gewöhnen, hier ankommen als Busfahrer. Ach, dankeschön. Danke für die Information. So, da der Sound aber, glaube ich, nicht wirklich lauter wird, wenn ich jetzt Fenster offen habe, sparen wir uns das mit dem Fensterspalt, würde ich sagen. Ein bisschen kann man schon offen lassen, sonst geht's hier in einen... Okay. Geht einmal in den Tunnel, der sieht aber vertrauenserweckend aus. Ach komm, ein bisschen können wir schon offen lassen. So. Glück beim Fenster rumgespielt. Wunderbar, einmal in den Tunnel rein. Ich vermute, wir dürfen trotzdem nur 50 fahren, da sollten wir aber irgendwie überleben. Für die ersten paar Meter habe ich mal ganz kurz geschaut, wo wir hin müssen, weil da, soweit ich gesehen habe, noch ein bisschen, kleiner Fahrthinweis fehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie noch eine... Ob jetzt bei Steam irgendwie die falsche Version freigeschaltet wurde oder ob das einfach bisher noch nicht so wirklich aufgefallen ist. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall zum ersten Halt müssen wir uns ein bisschen sich durchfragen, aber ein bisschen gucken, wo wir hin müssen. Ja, das wird sich aber, denke ich mal, im Laufe der Zeit hoffentlich auflösen, weil es doch ein relativ linearer Linienweg gen Süden ist. So, genau. Und hier müssen wir... Ist das schon hier? Das ist später. Warte mal. Ah, das ist da hinten. Okay. Das nehme ich da immer nach rechts. Entgegen der nicht vorhandenen Hilfspfeil, weil da vorne geht es nämlich ins Nichts. Ich habe das vorher schon mal... nicht, dass ich das schon mal falsch gemacht hätte. Würde mir nie passieren. Naja. So, dann warten wir einmal ganz kurz hier. Joa. Mal gucken. Ist gerade noch rot. Bisschen fester. Ding ist halt... Ah, ja. Oder auch nicht. Bisschen Haltestellenbremse rein, wir können auch gleich wieder weiter. Wie man es auch gleich schon sieht, rechts und links, es wurden... Heieiei. ZF-Getriebe, oder wie? Es wurden sehr viel... Wow. Wurden sehr viele reale Gebäude eben verwendet, um halt eben dem Ganzen einen realistischen Touch zu verpassen. Ich müsste hier die Kreuzung hier frei halten, ne? Machen wir das mal. Bleiben wir mal hier stehen. Macht so wahrscheinlich so mittelmäßig viel Sinn, aber es ist uns jetzt mal egal. Jo, bitte warten Sie einen Moment. Ihr Ampelauftrag ist in Bearbeitung. Ich hoffe, wir sind auch noch richtig Heumarkt. Okay. Da hat man jetzt aber echt gut Fahrzeitreserve hin wahrscheinlich, weil das vermutlich so ein bisschen stauintensiv ist. Wir fahren jetzt hier, ich habe mir mal für diese Demonstrationsfahrt habe ich mir jetzt mal ein bisschen, jetzt nicht die Hauptverkehrszeit genommen, so ein bisschen Nebenverkehrszeit. So um 12 ist jetzt nicht die Hölle los. Ja, gut, dann... Nee. Knapp. Man kann sagen, das ist keine gute Idee, aber dann hat das ja wohl gepasst irgendwie. Haben wir die da reingelassen, waren wir mal sozial. So, wir müssen einmal hier schräg links. Linienverkehr frei. So, das hier wäre jetzt einmal unsere Route. Ich bin vor allem vom KI-Bus gefolgt. So, ich könnte mir natürlich auch die dynamischen Hilfspfeile anmachen, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt hier so ein bisschen für die... Oh, ich komme mal ganz schön nah ran hier. So. Dann einmal rein mit euch. Einen schönen guten Morgen. Achso, morgen ist er nicht mehr. Bei mir ist guten Morgen. Er ist egal. So. Dann haben wir sie alle drin und... Das sieht so weit vorne aus. Ist das irgendwie mit der... Das passt aber schon. Wir sind noch nicht offen. Okay. Ja klar, Bus hat einen Überhang. Das sollte ich, glaube ich, nach so ein paar Folgen Omsi schon irgendwie mal begriffen haben. So.
ein paar, kann man, glaube ich, gerade so in einer Hand abzählen, meine Anzahl Omsi-Folgen. Das ist ganz knapp. So, jetzt müsste ich hier noch einmal ganz kurz lugen. Ich glaube, hier dann einfach geradeaus. Ja, genau. So. Und ein weiteres Mal die Haltestellenbremse. Ich glaube, die wird uns auch gute Dienste leisten hier im Stadtverkehr. Ist also mal wieder eine etwas größere Stadt, die jetzt eben in Omsi nachgebaut wurde. Bisher war ja, sagen wir mal, Hamburg überrepräsentiert, eben auch durch die Karten von Darius Bode. Jetzt hatten wir München neulich gehabt und jetzt geht es dann eben mal nach Köln, was, denke ich, auch für vielen prinzipiell mal ein relativ interessantes Setting ist. Gibt da, denke ich, immer so zwei Faktoren, die einen dazu bewegen, sich jetzt ein Add-on zuzulegen oder nicht. Zum einen ist es A, natürlich die Qualität der Umsetzung. Also ich muss schauen, ne? Es ist mir persönlich auch immer sehr wichtig. Dankeschön. Es ist eben die Qualität der Umsetzung, sei es jetzt eben Bus oder Karte. Und zum anderen ist auch immer, finde ich, sehr wichtig, einfach, ob einem das Setting halt einfach gefällt. Ich meine, ich als YouTuber versuche relativ so ziemlich alles mal zu zeigen, damit ihr euch eben von allem mal einen Eindruck machen könnt. Aber so für mich privat ist es, denke ich mal, auch relativ wichtig, dass einem einfach das Setting gefällt, dass einem das Setting einfach auch anspricht. Und genau, ich denke mal, Köln ist da erstmal prinzipiell eine Sache, die sollte da bei vielen Leuten zumindest ein bisschen Interesse wecken. Ist eine große und relativ bekannte und vielleicht auch ganz interessante Großstadt. Soll hier auch eine Linie jetzt eben umgesetzt worden sein, die relativ vielfältig ist. Wir fahren da relativ weit außerhalb. Ich würde es jetzt nicht ganz als ländlich bezeichnen, als Dorfei. Ist für mich ländlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn Städter sagen, ach guck mal, das ist aber schön ländlich hier. Ja, ich habe da ein bisschen ein anderes Verständnis davon. Aber prinzipiell ist das halt eben jetzt nicht mehr fette Innenstadt. So. Und ihr könntet da auch ganz gerne fahren. Ja, Linksabbieger. Way. Ist aber immer noch grün. Sagt nicht, die haben sich jetzt da verkeilt. Doch, der hat sich mit ihm tatsächlich verkeilt. Der ist jetzt zu weit vorgefahren, das hat er sich mit ihm verkeilt. Okay. Oh, da ging es wieder. Ach ja, es ist immer so ein bisschen. Ja, ich weiß, Bremse getreten haben, aber da klappt meistens dann mal ein bisschen gucken. So, dann fahren wir mal dran vorbei. Wir beobachten gerade am imaginären Unfall. Nee, das ist einfach, der hat jetzt seine Spur da blockiert und dann, ja. Hat er vorgesehen, der ist relativ weit vorne, hat er angehalten und jetzt hat er irgendwie vorbeigezogen. So, Weidmarkt, niemand, okay. Die können durchfahren, krass. 44 Tonnen, oh, ist rot. Ich glaube nicht, dass sie so viel haben. Ich weiß jetzt gar nicht, was er für ein Leergewicht hat. Aber ich denke, selbst mit ein paar schwerwiegenderen Fahrgästen sollte das jetzt nicht allzu... sollte man nicht mal ansatzweise auf die Hälfte kommen, nicht einmal im Ansatz, sogar. Ja, ihr seht aber zufrieden aus, Fahrgäste. Alles super. Dann bin ich das eben auch. Und genau, was habe ich schon erzählt? Ich habe schon ein bisschen über den, über das Map-Team. Also PID Labs ist auch, das habe ich mal das erste Mal so ein bisschen angeschaut. Es war tatsächlich eine ganze Gruppe von Menschen, die halt eben Add-ons für verschiedene Simulationen entwickelt. Und das ist jetzt halt eben deren erste Umsetzung für Omsi. Muss aber sagen, also Freiburg-Basel, mal als Beispiel zu nehmen, hat mich auch schon tatsächlich sehr angesprochen, war eine sehr schön gestaltete Karte und deswegen gehe ich jetzt auch mit den ähnlichen Erwartungen hier dran. Zusätzlich habe ich ja auf der Gamescom dieses Jahr das Glück gehabt, zum einmal Köln eine kleine Runde anspielen zu dürfen. Da sind wir dann allerdings eher so im Bereich Köln-Meschenich unterwegs gewesen, also im Bereich, in dem wir erst nachher kommen werden. Genau, ja. So, und zusätzlich ein bisschen auch ins Gespräch gekommen, halt eben mit den am Stand sich befindlichen Mitarbeitern. Und da hieß es eben auch, genau, also dieses Add-on hat halt eben jetzt den Umfang von genau einer Linie. Was jetzt, denke ich mal, für viele jetzt eher Negativgrund sein wird. Ich denke mir allerdings so mit meinem relativ hohen Qualitätsanspruch für Omsi-Add-ons, das ist prinzipiell eine gute Sache, sich jetzt für eine Linie zu entscheiden. Lieber ein bisschen in der Qualität höher arbeiten, als zu sagen, ich muss jetzt da sehr viel Quantität liefern. Warum ist jetzt genau hier, wo der Bus hält, der Bordstein niedrig? Ist egal. Ich hinterfrage das mal nicht. Guten Tag. Von daher finde ich... Ja, da war, glaube ich, schon jemand in der Tür. So. Deswegen finde ich jetzt prinzipiell erstmal gar keine schlechte Zielsetzung.
Hat mir auch immer bisher in den Hamburg-Add-ons immer ganz gut gefallen. Dass man sich auf zwei Linien jetzt eben geeinigt. Hier ist es jetzt eben eine. Aber auch eben, ich baue viele Objekte nach, so wie sie da sind. Wie man auch schon sieht, das sind ja alles keine Objekte, die wir jetzt schon von anderen Karten kennen. Das sind ja alles Gebäude, die hier auch so stehen sollten. Viele Wahrzeichen wurden ja, also die Wahrzeichen wurden auch nachgebaut. Wir haben den Kölner Dom vorher gesehen. Und wie gesagt, das finde ich erstmal eine ganz prinzipiell ganz gute Fokussetzung. Dass man sagt, ich gehe das lieber so an. Und deswegen, warte mal, ich soll da jetzt rein. Ist das euer Ernst? So, da wird sowas von, das schaffe ich auch nicht mal, ne? Schaffe ich das? Nee, anscheinend, okay. Ah, der hat so ein bisschen mehr Knautschzone. Ich habe nämlich vorher schon mal einen Kollegen gerammt. Also das funktioniert tatsächlich. Anscheinend habe ich so ein paar Zentimeter, Freiheit, also, ne, bisschen Gnadenfrist vorne am Bus, finde ich gut. Ein paar Zentimeter Gnade. So, aber hier ist ja ganz schön, aber es ist ja das Interessante hier, muss ich sagen. Dass wir vielleicht ein bisschen langsamer fahren, auch wenn wir Vorfahrt haben. So, das gefällt mir jetzt mega hier, das finde ich cool. Das ist echt mega untypisch, das würde ich nicht von der Großstadt erwarten. So, also das hier im Bus durch, finde ich cool. Das macht es eigentlich auch interessant. Das ist vielleicht auch somit einer der Punkte gewesen, warum man sich jetzt die Karte eben, warum man es eben gesagt hat, okay, wir setzen jetzt hier mit dieser Linie um. Gibt dann noch mal andere. Aber genau, das ist ja schon mal das Ding. So, lassen wir euch einmal keinen Haltewunsch, aber noch keinen Haltewunsch. Okay. Dann einmal einsteigen bitte. Guten Tag. Hallo. Und Abfahrt. Ja, das haben wir schon wieder Verspätung, ne? Das ist ja genau der Punkt. Ah, das ist ja... Wow, okay. Haltewunschton ist gewöhnungsbedürftig, aber... Was jetzt aber auch ganz cool ist, ist, dass wir wahrscheinlich in der Gegenrichtung jetzt einen anderen Linienweg haben, weil es ist ja Einbahnstraße hier. Das heißt, wir müssen in der Gegenrichtung anders lang fahren. Ergo, man hat dann in beiden Richtungen so ein bisschen einen Unterschied. Das finde ich auch cool. So, da ist frei. Nein, der ist nicht ganz frei. Ich beeil mich mal. Ja, der Busfahrer, der sich immer durchdrängeln muss, das ist ja schlimm. So. Vorsichtig da durch. Ja, das sieht ja gut aus. Und ich muss auch sagen, das seht ihr auch im Video, also die Performance ist trotz Innenstadtbereich tatsächlich echt richtig ordentlich. Jetzt haben wir hier jetzt erst einmal so ein bisschen einen Bereich, wo so ein bisschen weniger smooth läuft, aber so im Großen und Ganzen. Muss ich sagen, bin ich tatsächlich echt begeistert von der Performance, dadurch, dass wir uns echt in einem Innenstadtbereich befinden. Mit Spiegeln, ja. Sie fahren so schlecht, dass Fahrgäste aussteigen. Wollte gerade sein, der ist jetzt aber nicht reingesemmelt. Gut. Hatte schon Angst. Okay. Kam da gerade die Meldung, dass sie... Bin ich vielleicht gegen die Dinger gedötzt? Einfach gekonnt überquatschen. Wie es natürlich in meinen immer recht höchst professionellen Let's Plays der Fall ist. Das ist natürlich klar. Gut, wir wollen uns noch den Sound vom Bus noch anschauen. Ist jetzt aber, denke ich mal, hier in der... Enge der Karte an der Stelle vielleicht so ein bisschen ungünstig. Von vorne hört man eben relativ wenig, was halt eben Gelenkbus-typisch ist. Vorne kommt dann eben nicht so viel vom Sound an. Das Schnaufen hören wir immer mal wieder. Ansonsten so vom Motor, würde ich sagen, das machen wir jetzt dann auf einer nächsten vorhandenen, etwas größeren Geraden. So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, haben wir alle. Boah, ist es aber schon... Es ist krass hier. Mir gefällt es. Ich finde es cool. Die Linienführung ist, die sah auf Google Maps gar nicht so aus. Ich habe mir so ein bisschen mal angeschaut, damit ich weiß, wovon wir hier... Muss hier rein, gell? Ist richtig, so. Damit ich so ein bisschen weiß, über was ich rede, wo das alles ist. Also, wir haben Google Maps angeschaut, das ist ja das Tolle. Wenn man jetzt Google Maps auf dem Smartphone benutzt, kann man also mit hier Haltestellen einfach auswählen und dann sieht man, wo die verschiedenen Linien hinfahren. Also mit den einzelnen Haltestellen und so ein Kram. Oh, das habe ich immer zunutze gemacht. Das ist für Ortsunkundig immer ganz cool. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt, dass ich das eine super Sache finde, dass das jetzt alles, oder dass eben viele Verkehrsunternehmen ihre Fahrplandaten in Google Maps integrieren. Einfach damit, das sieht jetzt aber nicht nach Verkehr aus, nee. Einfach damit
Genau, man sich nicht zig Apps runterladen muss für verschiedene Verkehrsunternehmen, verschiedene Verkehrsverbünde, sondern dass man es einfach zentral einfach alles unter einer Haube hat. Deswegen finde ich das eben mit Google Maps super und so kann man sich auch so ein bisschen anschauen. Wo fährt denn die 132 lang? Ludwigplatz. Ist ich hier lang oder bin ich falsch? War doch hier raus, ne? Hier ist es doch nicht. Hier ist keine Haltestelle. Okay. So, da habt ihr den Sound gehabt. Muss reichen. Nein, Quatsch. Das machen wir schon gleich nochmal. Aber ist gut. Was ist los hier überall? Alter Latz. Ja, ihr lasst mich jetzt aber raus. Es war ich wohl anscheinend. So. Genau, was mir jetzt schon mal aufgefallen ist, um mal ganz kurz auch so ein bisschen, ne, das Ganze so ein bisschen, also was mir jetzt an negativen Punkten bisher aufgefallen ist, ist die unglaublich schiere Intensität von Rettungsfahrzeugen. Die Feuerwehr, ich habe schon zwei Anmoderationen verworfen, weil die mir komplett die Anmoderation verbümmelt haben. Ja, da kommt doch mal einer. Genau, was ich gemeint habe. Ja, klar, viele Großstädte, da ist oft und viel, ne, aber ich fand das auch schon immer in Berlin immer so ein Ticken viel. Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein großer Fan. Ja, du fährst das mal kurz, sonst komme ich da nicht rum. Ich bin kein großer Fan von diesen Einsatzfahrzeugen, ehrlich gesagt, in Omsi. Das ist was mich immer eher nervt. Aber gut, das ist halt Großstadt, ne? Finde ich die Intensität so ein bisschen hoch. Dann muss ich sagen, dieser Anfangsbereich, wo wir gerade waren, der kommt vom Detailgrad nicht an, also bis zur ersten, beziehungsweise fast zur zweiten Haltestelle, der kommt vom Detailgrad, finde ich, jetzt nicht einmal im Ansatz an, ich habe jetzt, glaube ich, eine Haltestelle ausgelassen, kann das sein? Ja, vermutlich. Er kommt vom Detailgrad, finde ich, nicht mal ansatzweise an das ran, was wir jetzt hier sehen. Auch weil der Hilfspfeile fehlen, vermute ich mal, dass das vielleicht ein Fehler sein könnte, dass das noch nicht alles richtig bei Steam hochgeladen wurde oder dass das einfach noch Fehler sind, die zu Release halt irgendwie existieren. Ich denke und hoffe aber mal, dass da noch was kommt. Oder es wurde eben auf Performance geachtet in dem ersten Bereich, was ich jetzt auch nicht so schlimm fände. Aber gerade das mit den fehlenden Hilfspfeilen und Haltestellenmarkierungen deutet, finde ich, darauf hin, dass das sich irgendwie um ein Update-Fehler halten könnte. Weil ansonsten hier ist der Detaillierungsgrad und auch gerade in unserer Einbahnstraße, die wir gehabt haben, ist alles wesentlich fancier bebaut als dort, deswegen ja, ne, ist das mal so ein Bereich und wenn ich es richtig bemerkt habe, sind die Bäume, die hier eingesetzt wurden, du wartest, sind die Bäume, die hier verbaut sind, in Omsi nicht als Bäume deklariert. Also in Omsi kann man, gibt es, sagen wir mal, grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Objekten, normale Objekte und Bäume. Omsi fasst Bäume zur besseren Performance dann quasi irgendwie immer zu einem Objekt zusammen. Das heißt, auf einer Kachel sind alle Bäume ein Objekt. Das, was man daran sieht, dass man, wenn man einen Baum in Omsi im Editor platziert, dass da so ein Tree-Würfel drunter ist. Und ich habe mir das noch nicht im Editor angeschaut, aber das Verhalten, dass Bäume in weiter Entfernung auf derselben Kachel nicht sichtbar sind, deutet darauf hin, dass es eben keine... Ich warte mal einfach kurz hier wegen dem Tatütata. Dann können wir es mal ganz kurz ausprobieren, ne? Wir gucken mal weiter weg. Genau, sobald die Bäume jetzt auch mit weggehen mit den Objekten, deutet das zumindest jetzt im ersten Moment darauf hin, kann sein, dass ich wieder Mist erzähle, aber deutet so im ersten Moment, sorry, darauf hin, dass das eben normale Objekte sind und keine Bäume. Wie gesagt, wenn man es als Baum deklariert, wäre das dann eben performancefördernd, ergo, ja, ne, nur so, aber wir haben ja generell neue Vegetation, das ist ja mal, was, sagen wir mal, wenige Karten mitbringen, eigene Vegetation, die haben wir jetzt hier halt in der Tat, ja, wie gesagt, das sieht man ja zum Beispiel, auf Hamburg auch ein Beispiel nicht, ist das, wo ich tatsächlich, was ich jetzt auch positiv anmerken muss, dass wir eigene Vegetation haben, ist mir jetzt nur so aufgefallen vom Ding, ist ja uns ab und an mal sind so ein paar Autos im, wie heißt es? Also haben platte Reifen, weil man die so ein bisschen zu niedrig angesetzt hat. Aber so im Großen und Ganzen, mein erster Eindruck ist tatsächlich positiv. Wenn jetzt, wie gesagt, die paar Sachen noch irgendwie angegangen werden, würde mich das in der Tat sehr freuen. Oder wie habe ich das jetzt geschafft? Krass. Habe ich jetzt eine Türflügelsperre, um das wieder in Ordnung zu kriegen? Ich habe keine Türflügel. Doch, ich habe eine Türflügelsperre, oder? Ich habe eine Türflügelsperre. Beruhigend.
Ich habe zu viel geklickt, aber witzig, dass er sich da mit den Türflügeln da durcheinander bringen lässt. Profi-Let's Player einfach, ne? Ich bin aber auch begeistert von meiner Leistung. Das ist einfach top. So, das Grün. Da vorne nicht mehr. Nächste Haltestelle. Mansfeld. So ist es. Genau, und jetzt fahren wir wahrscheinlich, denke ich mal, so die Straße, die man auf Google Maps ganz gut sieht, einfach. Einmal mal gehen Süden runter. Jetzt müsste doch echt auch relativ weit vorne sein, die Sonne. Ja, da ist Süden, okay. Weil wir haben Mittag, wie man da sieht, ne? Ja, ein bisschen danach, aber ist immer noch Mittag. Ist jetzt immer noch nicht Nachmittag, würde ich sagen. So, Mechenich-Frankenstraße. Genau, das ist unser Ziel. So, jetzt stehen wir hier und warten auf Grün. Bitte beachten Sie, dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Gerade bei, sagen wir mal, Kreuz und Kreuzung. Jetzt kriegen die noch Grün. Ja klar, natürlich, ne? Sonst noch was? Möchte alle noch einen Kaffee haben, die ja da an der Ampel steht? Sonst noch irgendwas? Ja, klar, kann man alles machen. Ist ja alles in Ordnung. Da, 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 da. So, jetzt aber. Hier vorne stauen sich. Ich würde mal... Ach nee, die biegen ab, okay. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt mal prinzipiell die andere Spur benutzen. Um da vorbei zu sneaken. So, und da sieht es mir danach aus, als ob Omsi nicht richtig lädt. Okay, ich, okay, I got the point. Das Problem ist, dass dies wahrscheinlich ein Objekt oder ein relativ langer Spline. Und, wenn man dann Omsi jetzt sehr lange... Das sieht eher nach einem Spline aus. Das ist ein Spline. Genau. Wenn man dann Omsi jetzt sehr lange... Die erste Tür ist halt auch mein Freund, ne? Wenn man Omsi jetzt sehr lange Splines platziert und die quasi auf einer anderen Kachel anfangen lässt. Also Omsi baut ja auch auf Kacheln auf. Ihr könnt euch ja so ein bisschen... Die Omsi schon ein bisschen länger spielen, wissen das vielleicht. Wenn man jetzt... Wenn man in F4 sich geht, weit rauscrollt, sieht man, dass das alles so dreieckig... viereckige. Ja, genau, dreieckige Dinger. Ne, es sind viereckige Platten. Was man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie Lego-Bauplatten, wo man Lego draufbauen kann. Es ist im Prinzip auch nicht wie anderes. So. Kennt ihr diese Lego-Platten, wo man Sachen draufstecken kann? Das ist ein Omsi-Kacheln. So, die sind 300 mal 300 Meter groß. Und die werden dann eben da eingesetzt, wo man sie braucht. Jetzt ist es so, man kann eine bestimmte Anzahl an Nachbarkacheln einstellen. Das heißt, ich bin auf einer Kachel. Wie viele Kacheln sollen um mich herum angezeigt werden? Ich fahre zwischen 1 und 2 bei, sagen wir mal, Maps, wo ich mir denke, es könnte performancemäßig kritisch werden, wie hier. Nehme ich eine Nachbarkache, was ja eigentlich von der Sichtweite her relativ gut ausreicht. Es sind ja immer mehr als 300 Meter, die man dann nach vorne schauen kann. Das ist in der Regel tatsächlich ausreichend. Es sei denn, man fährt jetzt hier ganz weit geradeaus wie hier. Da merkt man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber prinzipiell ist das eine okaye Wahl. Und jetzt kann es natürlich so sein, wenn jetzt ein Spline, also eine Straße, um es mal nicht Fachjargon zu sagen, wenn die jetzt länger als 300 Meter ist. Und... Es ist so, dass die quasi, also sämtliche Objekte und Splines sind einer bestimmten Kachel zugeordnet. Das heißt, ich platziere etwas und das ist dann auf einer Kachel fest drauf. Kann natürlich in andere Kacheln reinragen, was hier auch passiert ist. Problem ist jetzt, das ist nicht auf der nächsten Kachel, also auf der einen Nachbarkachel platziert worden, der Spline, sondern der ist so lang gewesen, dass der zwei Kacheln weiter vorne platziert worden ist. So, da ist ein Ankerpunkt und dieser Spline wird erst geladen, wenn diese Kachel auch geladen ist. Ergo... Er war wahrscheinlich länger als 300 Meter, deswegen steht auch im Handbuch, man soll Splines nie länger als 300 Meter haben, damit eben sowas wie hier nicht auftritt, dass das auf einer anderen Kachel liegt und ähnlich angesagt. Ist auch nur so eine erste Einschätzung, kann auch sein, dass es anders ist, kann auch sein, dass irgendwas anderes dafür verantwortlich war, aber das ist so meine erste kleine Diagnose. Denke ich, kommt aber auch daher, dass das Team von PRD Labs, denke ich mal, so wie es aussieht, relativ cool gestalten kann. Also, dass sie relativ drin sind in, wie gestalte ich eine Karte, dass sie cool aussieht? Oder wie baue ich Objekte? Haben ja auch Objektebauer immer, sind immer dafür auch verantwortlich. Also, dass die darin relativ fit sind, jetzt allerdings sich jetzt mit den Omsi-spezifischen Eigenheiten nicht unbedingt so gut auskennen. Und darauf würde ich sagen, verwette ich jetzt mal das mit den Bäumen und das mit dem Ding. Aber jetzt haben wir mal genug darum gemeckert, ne? Nur so ein paar technische Hintergründe von einem, der halt irgendwie, sagen wir mal, ein paar mehr Spielstunden in Omsi hat. Ja. Voll Nerd eben, ne? Mit Ö auch. Nerd schreibt man mit Ö. Nicht. So, wollen wir einmal darum. Ups, da vorne ist aber auch ein KI-Bus. Einer der ersten, glaube ich.
Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil das ist dann nicht so schlimm in der Performance. Immer. Aber es, wie gesagt, das läuft ja alles tatsächlich echt überraschend gut. Was ich gar nicht erwartet habe. Also wo ich erstmal gehört habe, oh, Köln, Innenstadt. Ja, könnte schwierig werden, aber ich bin tatsächlich positiv überrascht. Das muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall zugeben. So, dann lassen wir euch einmal rein hier. Zweite Tür geht tatsächlich automatisch auf. Gebe ich gerade mal ganz. Ah, nee, nicht vorne auf. Ich wollte wieder die Tür zumachen. So. Und die Freigabe raus, das wollte ich machen. Mal prinzipiell mal ganz kurz schauen, wie weit wir es noch haben. Aber das könnte, glaube ich, noch ein bisschen. Das könnte, glaube ich, noch ein bisschen gehen. Guck mal, mit Bus. Ah, mit Busspur, das ist ja Premium. Nächste Haltestelle. Leibholdstraße. So ist es. So, machen wir mal schön hier einmal. Also hier kann man ein bisschen Zeit rausfahren vielleicht. Oder sei der Fahrplan ist genauso gestrickt, dass man hier. Ah, Busampel. Busampel ist rot. Also weiß. Eine Busampel kann nicht rot sein. So, jetzt können wir da vielleicht aber, glaube ich, mal den Soundtest mal ganz gut machen. Gehen wir mal. Gut, wir sehen halt nicht so viel, ne? Ist grün? Ne, ist mal noch nicht grün. Gucken wir, dass wir es vielleicht von dieser Sicht aus hinbekommen. Okay, da bekommt man tatsächlich ein bisschen was mit. Sehr gut angehalten, ich sehe das schon. Naja, gut. Wird aber ganz schön voll die Hütte hier, ne? Ach, Leute. Türstörung. Gut, der Bus ist auch tatsächlich schon ein bisschen älter, wenn man das so sieht. Ich bin ja schon mal. Ich hätte schon nichts irgendwo abbiegen. Er sieht gut aus. Ist das der Klotwig? Nee. Die Arnoldshöhe. Okay. 25. Wir haben auch noch ein paar. Ihr habt mir da meine Spur zugepackt. Du wartest. Der rechts, bitte. Dankeschön. Die warten tatsächlich. Oh, ich bin begeistert. Okay. Finde ich gut mit der Busspur hier, gerade so auf der auswärtsfahrenden Strecke. Gut, die Bäume packen immer so ein bisschen in die Dinge rein. Das ist was, das glaube ich in der Dicht auch nicht unbedingt auftreten würde, würde man das schneiden. Okay. Wie soll ich denn hier bitte. Ich ecke links und rechts an. Sie fahren so schlecht, dass Passagiere aussteigen wollen. Ja, gut, ich habe vielleicht ein bisschen den Bordstein gehittet. Stark. Finde ich aber tatsächlich sehr eng. Aber gut, können wir mal gucken. So, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen. Das, was das, glaube ich, stellt, ländlicher bezeichnen würden. Ja, geht ein bisschen raus aufs Grüne. Das ist nicht mehr alles so Innenstadt. Das ist dann schon. Ist dann schon Land genug. Aber trotzdem krass, dass wir da noch so viele Leute hier im Bus haben. So. Gucken wir einmal hier fett rum. Ja, da passt. Wie ist das daran befestigt? Interessant. So. Ja, da passt ja schon. Fühlt sich jetzt ein bisschen ZF-Getriebe an. Keine Ahnung. Ja, bin jetzt nicht so sicher. So, guten Tag, Kollege. So, 50 hier auf der, ich nenne es mal Landstraße. So. Arg, wie schnell, da komme ich auch gar nicht, ne? Hier mit dem. Prinzipiell schon, aber muss alles nicht sein. Das halten wir da wirklich jetzt mitten im. Krass. Ich bin. Als Dorfkind bin ich begeistert. Was ist das hier? Das Wasserwerk. Ja, für die Mitarbeiter, ne? Es ist mitten im Wald. Wow. Okay, ich bin sehr impressed. So, einen schönen guten Tag. Oh, die linke Tür hat, glaube ich, schon ein bisschen gelitten.
Oh, jetzt habe ich in die zweite Tür zugeklatscht. Sorry. Ja. Weißt du, willst du 2 Sekunden Zeit sparen und dauert halt länger. Ob das hält, da bin ich allerdings nicht so sicher. Es sind sehr abenteuerliche Schildkonstruktionen. Okay. Ja, es sind so ein paar Sachen, die mir jetzt auffallen. Aber so im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ist das... kann sich das tatsächlich sehen lassen. Ich glaube, 29,95 für die Download-Version und 29,99 für die Box-Version, die jetzt auch tatsächlich beide zeitgleich erschienen sind, gibt es da auch nicht bei vielen Add-ons. Und hier ist es tatsächlich Download- wie Box-Version gleichermaßen. Auch wenn ich jetzt persönlich, ich weiß nicht, in Box-Version ist es vielleicht ganz cool, wenn man sich es irgendwie in den Schrank stellen möchte, wenn man denn Platz für so einen Schrank hat. Aber im Prinzip ist das halt ja dann trotzdem, läuft das ja trotzdem über Steam, denke ich mal. Ich glaube, die werden jetzt nicht extra den Aerosoft Launcher dafür benutzen. Hatte ich jetzt zwar noch nie, also ich habe jetzt keine Box-Version von irgendeinem Omsi-Add-on zu Hause. Ich denke aber mal, es wird genauso über Steam laufen und ja. Deswegen weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so der Super-Fan von Box-Versionen. Ist halt aber irgendwas. Ist aber Subjektives, ne? Finde ich bestimmt cool, gibt viele so Sammler. Ich habe bestimmt auch was, einfach die ganzen Omsi-Add-ons im Schrank zu haben. Allerdings gibt es auch nicht alle Erweiterungen als Box, sondern gerade zu diesen mal etwas kleineren, mit kleinerem Umfang, die günstigeren Add-ons gibt es dann ja häufig auch nur als Download, was ich aber vollkommen in Ordnung finde. So, da könnte man auch so ein bisschen irgendwie was hinklatschen, aber ja, also ich finde, das sind tatsächlich Kleinigkeiten, die mir jetzt hier so auffallen. So, das ist jetzt, oh, guck mal, das sind voll Einfamilienhäuser und so kleine Mehrfamilienhäuser, das ist ja knuffig, Reihenhäuser. Fast schon wie so ein Dorfbusschen. Ja, aber das finde ich das cool an der Linie einfach, dass du viel verschiedene Bereiche siehst. Jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen auf die 30 einigen, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch die Verspätung ein bisschen rausgefahren. So. Da. Einmal rein mit euch. Einen schönen guten Tag. So, wir sind jetzt an der Haltestelle Lindenweg. Wo ist denn der Lindenweg? Ups. Lindenweg, Lindenweg, wer kennt ihn nicht? Oh je, ist aber auch noch gut Strecke. Ah ja, wird wohl nichts mit dem 12.30 Uhr Video. Naja gut, ich trinke nochmal einen Schluck hier, ne? Miep, miep. So ist es, meine Damen und Herren. So. Guck mal, hier steht jetzt gar nicht mal 132 drauf. Stand es auf den anderen drauf? Gut, eigentlich ist es ja egal. Wir haben ja eigentlich eine. Wir haben mal eine einzige Linie. Da ist halt nicht so schlimm mit den Pfeilen. So, ja, Stoppschild. Hat die Polizei jetzt mal, glaube ich, gekonnt übersehen. Also, nicht die Polizei das Stoppschild übersehen, sondern die haben übersehen, dass ich das Stoppschild. Ich will jetzt nicht sagen, ignoriert habe, aber doch wissentlich. Naja. Ach, guck mal, noch mehr Bäume. Das finde ich cool mit der Vegetation, das gefällt mir. Das bringt so einen komplett anderen Touch einfach auf die Karte, weil man das noch nicht gesehen hat. Das sind aber so ein bisschen überdimensionierte so Lebensbäume oder was ist das? Ach, guten Tag, Kollege. Hallo, Solobus? Sieht so aus, gell? Anscheinend fährt so eine Mischung aus Solo- und Gelenkbus auf der Linie. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Realität ist, ob man da auch so einen Mix hat. Aber genau, ich habe mich heute mal für den Gelenkbus entschieden. Und wie man sieht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl gewesen. Sonst hätte ich da, glaube ich, anbauen müssen hinten. Ja, so eine Haltestelle später. Ah, Lindenweg, Lerchenweg. Jetzt haben wir hier so ein, okay. Feld, Wald und Wiese, Viertel. Ah, und da ist wahrscheinlich eine Zwischenstation. Wahrscheinlich. So, aber wir sind voll im Plan. Also ich finde das Ibis Plus auch eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Gefällt mir ganz cool. Das gefällt mir ganz cool, schwör, ja. Genau, so, kommt noch ein Kollege. Guck mal, hier fährt der Busverkehr. Was ist der Innenstadt? Nee, das ist alles hier draußen. 132, Solobus. Der wird Spaß haben, ich sehe es schon. Ja, hab schon richtig Bock jetzt da mit seinem. Der tut mir leid. So. Irgendwie kommt nicht immer ganz aus dem Tritt. Das ist wahrscheinlich über das Getriebe. Man soll auch nicht rasen. Es ist aber ein Bussimulator, da fährt man ja zivilisiert. Auch wenn man irgendwie weg muss und was jetzt also ein bisschen länger gedauert hat als erwartet, aber es ist ja egal, ne? Wir freuen uns lieber über die lange Linienlänge.
Ich mich tatsächlich auch. Das ist ja... Es ist auch hier nicht nur so, dass es jetzt irgendwie so eine 20-Minuten-Linie wäre, sondern man fährt das auch echt, denke ich mal, wenn man das durchfährt. Wir werden es vielleicht bei 50 Minuten oder sowas landen. Ist es durchaus so. Ich dürfte gerne bis weiter nach vorne kommen, weil... Sonst kriege ich nämlich schon mein Gelenk da nicht noch in die Haltestelle rein. Kriege ich sowieso nicht. Guck mal. Jetzt habe ich mich tatsächlich leiten lassen von den Leuten. Boah, die dritte Tür. Und weg ist er. Labs, Labs, Labs. Schlechte Sache. Naja, ist aber auch eng hier, ne? Ich glaube, da ist für so Fahrmanöver tatsächlich keine, ne, keine Bühne. Muss man tatsächlich ein bisschen schauen. So, wenn der abbiegt, wird es wahrscheinlich auch eng. Nur ein bisschen, will es auf seiner Spur bleiben. So. Hohendorf. Guck mal, die stehen aber schon ein bisschen besser. Und trotzdem muss ich mit dem Gelenkbus halt einfach bis hier vor. Ich kann es halt einfach nicht ändern. Weil sonst können die anderen nicht... Gut, ebenerdig ist es eh nicht. Aber zumindest nicht mal im Ansatz so gescheit aussteigen. So. Zu damit. Ha, die dritte Tür mal wieder, ne? Ah, es ist halt bei automatisch zugehenden Türen, auch wenn dann Omsi halt eben die Fahrgäste nicht wirklich die Tür blockieren, gibt das das auch mit einer der schlimmsten Verspätungsfaktoren überhaupt. Fahrgäste, die in der Lichtschranke stehen und das einfach nicht verstehen. Nächste Haltestelle. Lüdinger Straße. Ja, sag ich auch von dem, das wird nicht abnehmen. Du kannst noch so viele Leute darauf hinweisen, das ist dir einfach vollkommen... Genauso wie du an der Haltestelle, der Bus hält immer an der gleichen Stelle und die Leute stehen immer woanders. Das kenne ich auch aus Karlsruhe beispielsweise mit der Bahn oder sowas. Es gibt Haltestellen, da hält die Bahn, sagen wir mal, ein bisschen unintuitiv für den Fahrgast. Normalerweise sollte es immer so sein, dass die halbwegs intuitiv da hält, wo der, ne, wo die Fahrgäste sowieso sind. So ist es eigentlich mit diesen H-Tafeln eigentlich immer eingerichtet. Ist aber nicht an allen Haltestellen möglich, aus betrieblichen Gründen, denke ich mal. Und... Ja, wenn jeden Tag, jede Straßenbahn alle 10 Minuten immer da vorne hält, beispielsweise, und die Leute immer noch der Meinung sind, ich muss ganz hinten am Bahnsteig stehen, und dann, oh, der fährt heute ja mal wieder so weit nach vorne, und dann nach vorne rennen müssen, um die Bahn zu kriegen, ich weiß nicht, das A, ist das Verspätung, und das sind auch nicht nur, oh, hä? Oh, ich habe eine Abbiegerspur, die habe ich natürlich jetzt übersehen. Und das ist auch nicht einer, sondern das sind viele. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Kann ich mich nicht durchlassen? Depp. Ich weiß, ich bin falsch gefahren, nicht er. Er ist ein normaler Mensch. So. Weh, davon fährt jetzt einer geradeaus. Bitte nicht. Nein, nein, das machst du nicht. Das machst du, das macht er nicht. Okay, aber zumindest darf ich jetzt fahren. Dankeschön. Das war eine doofe Aktion. Ja, Profibusfahrer eben, ne? Aber so ist das halt hier, ne? Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Westerwaldstraße. Sehr gefallen, dass der Ausstieg befindet sich heute in Fahrtrichtung rechts. Ne, für die, die das sonst auch nicht wissen, ne? Es könnte ja neu sein für einige. Was, heute darf ich in Fahrtrichtung rechts aussteigen im Bus? Das ist doch mal was Neues. So, ne, für die Form von... Form von Menschen habe ich das einfach mal durchgesagt. Wenn wir schon bei dem guten Beispiel sind. So. Guten Tag. Achso, hier war schon Westerwaldstraße. So, Omi will mit... Einen schönen guten Tag. Der Vordertürflügel hängt aber ganz schön gewaltig. Beim Zugehen jetzt nicht, aber beim Aufgehen, naja. Darf er machen. Ist akzeptiert. So. Jetzt haben wir Westerwaldstraße. Ah, 38. 10 Minuten schon noch. Ja, 10 Minuten, da kommt man quasi vom Hauptbahnhof direkt. Ja. Der gute alte Transfer. Guck mal, da vorne wird es richtig ländlich. Genau, das mit den Bäumen. Genau, das könnte man sich ja eben sparen. Die Bäume werden alle instant geladen, wenn man quasi die als Baum deklarieren würde. Das unterstreicht meine These tatsächlich ein wenig. Oh, ist das eng hier, alter Latz. Und die muss aber...
ja, die auch schon wieder. Ich muss sagen, die Leitpfosten sind mir ein Ticken, hier jetzt nicht, aber der gerade eben, sind mir ein Ticken klein, Tick zu nah am, der hier auch. Und mir ein Ticken zu versunken. Da wurde so ein bisschen Detailarbeit nicht getan. So, ich werde mal ganz kurz was versuchen. So, warte mal. So, so und so und so. Vielleicht ist das so ein bisschen, vielleicht passt er da ein bisschen besser für hier. Mal gucken. Okay. Kickdown kommt dann nicht wirklich damit klar. Beruhigend. Ist, glaube ich, auch für den Bus ganz cool. Nee, aber ne, ihr seht so ein bisschen, denke ich, was ich meine. Ja, so an der einen oder anderen Stelle sieht die noch ein bisschen im Dingens rein. Das sind ja auch alle Sachen, die man ausbessern kann. Das ist ja nichts, was im Gesamteindruck jetzt hier ist. Nur hier hätte ich mir tatsächlich so ein Ticken mehr Gestaltung gewünscht auf der Seite. Okay, das ist cool mit dem Feldweg, mit den dreckigen Radstreifen. Aber das hier, finde ich, ist jetzt eine Sache, die würde ich jetzt so nicht machen wollen. An der Stelle. Also auf jeden Fall vor Backdrops immer Bäume. Nie Backdrops direkt. Das ist so, denke ich mal, Regel 1. Und das Feld, das kann man so lassen. Würde ich es auch nicht unbedingt machen. Ich würde mir eine Textur verpassen vielleicht. Aber so Backdrop ohne Bäume davor, finde ich, ist was, was nicht geht. Das ist, ich habe es ganz kurz in der Option, falls es mit meiner Sichtweite ein bisschen erhöht, dass wir jetzt ein bisschen was sehen. Das ist jetzt hier quasi wahrscheinlich auf Köln-Mesche nicht zufahren. Aber ja, guck mal, der fliegt so ein bisschen. Ja, gut, das sind so ein paar. Kleinigkeiten. Haben die dann von Hand platziert? Oder? Ich müsste doch dem Spline auch folgen von der Höhe her. Wundert mich gerade so ein bisschen. Naja. Also hier, den Landabschnitt, da bin ich jetzt nicht sonderlich überzeugt davon. Aber nichts, was man da nicht noch ausbessern könnte. So, die Frankenstraße. Also Backdrop ist immer so ein komplettes No-Go, finde ich. Das sieht man halt auch einfach. Das heißt, das hat man mal in OMSI 1 Zeiten immer mal ganz gut machen können auf den Maps. Finde ich jetzt aber heutzutage absolut nicht mehr zeitgemäß, weil du einfach, weiß nicht, in großer Entfernung Bäume, wie gesagt, die fressen nicht viel Performance. Und einfach ein paar Bäume davor und dann geht das schon. Aber auch wieder coole Ideen, so frische Ideen, die bisher noch jemand gehabt hat, wie das mit dem da, wo Traktoren rausfahren, dass die Straße dreckig ist, das ist, finde ich, eine coole Sache, was ich so noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, also gibt auch innovative Ideen, die hier umgesetzt worden sind, meine Damen und Herren. So. Achso, die haben auch alle grün. Ja, du kannst auch ein bisschen sozialer für den Bus sein. Muss der sich jetzt da so komisch... Ich bin ein Auto, ich muss auch ganz weit ausholen. Nein, musst du nicht. Depp. So. Jetzt schauen wir mal, wann wir da... Wahrscheinlich gar nicht. So, nach dem Roten auch nicht. Gar nicht. Ich sehe schon, wir bleiben hier stehen. Bis die Rot haben. Haben die Rot? Nee. Jetzt? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt? Nee. Vielleicht? Gibt es ja eigentlich eine linksabbiege Ampelphase? Ich würde mich sehr freuen. So. Jetzt haben die auf jeden Fall Rot. Ja, das haben die gleich grün, okay. Das heißt, es kommt, wenn du Pech hast, genau ein Auto über die Kreuzung. Geil. So. Und ihr seid ein bisschen nah am... Ja. Immer ein bisschen Platz lassen am Bus, Leute. Jetzt müsst ihr leider so einsteigen. Sorry, Oma, bist du komplett selber dran schuld, dass du da jetzt weiter hoch musst. Also, sorry. Ich hätte gern schön am Bordstein gehalten. Selber schuld. Da habe ich kein Mitleid damit, sorry. Wer sich da so hinstellt, der kann auch nicht damit rechnen, dass ich da irgendwie... Nee, also... Wer mich nicht ranfahren lässt, da ist einfach auch vorbei. Da kann ich auch nichts machen. Beep. Beep, Dude. Ich glaube, das ist der Bereich, wo ich... in dem ich mal auf der Gänzung so ein bisschen rumgeflogen bin, tatsächlich. Ach komm, da sehen wir auch schon die Frankenstraße. Genau, das ist ja tatsächlich Köln-Mesche nicht. Wahrscheinlich. Josh, mesche dich da nicht ein als süddeutscher Schwabe, was auch immer, Dingens. Ja, sorry. Der Witz war aber so schlecht. Mesche dich da nicht ein. Ja, er ist einfach ein Premium-Witz. Er ist einfach top. Ich bin selber sehr überzeugt von diesem Qualitätswitz. Und Qualität schreibt man im Leben mit K-W-A-L-I. Ja, so schreibt man Qualität. Ja. So,
3, 2, 1. Guck mal, jetzt haben die genau. Das finde ich aber cool, weil jetzt haben nämlich genau die parallel fahrenden. Die parallel laufenden Fußgänger kriegen mal einen Ticken früher grün als die Autos, damit die schon auf der Straße sind und damit die nicht umgefahren werden. So arg. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie umgefahren werden. Und das finde ich cool, dass das auch verachtet worden ist. So. Ne, also, wie gesagt, es hält sich so ein bisschen die Waagschale. Um es mal so ein kleines Fazit vielleicht gegen Ende anzustreben. Ich habe den ersten Punkt, habe ich schon während der Folge erwähnt. Ich habe ja viel zu viel Mimimi gemacht dafür, dass ich, muss ich sagen, das Gesamtpaket, und das sage ich selten bei Omsi Add-ons, muss ich sagen, die ich echt ganz cool finde. Kann jetzt natürlich jeder davon halten, was er will, dass wir jetzt hier quasi nochmal ein Citaro erste Generation von Darius Bruder haben. Ist ja zum Beispiel schon Mallorca Add-on mitgeliefert worden, dann das Dashboard kennen wir beispielsweise auch schon aus dem GN2. Gut, das heißt jetzt natürlich nicht viel, aber wir haben jetzt halt eben diesen Muster nochmal. Gibt ja auch generell, finde ich, schon einen sehr schönen Freeware-Citaro. Allerdings ist es halt auch wichtig, dass man, dass es einen Bus zu solchen Add-ons mitgibt, weil viele Leute kaufen sie es halt so als Erweiterung, haben somit Freeware nicht unbedingt viel am Hut und wollen halt in der typischen Konstellation gerne auf der Karte fahren. Ergo ist so ein Bus natürlich notwendig, dass die Wahl auf den Citaro gefallen ist, ist vielleicht jetzt auch eine, sagen wir mal, pragmatische, weil das jetzt nicht mehr so der große Aufwand war, wie man es gesagt hätte. Ich glaube, da stand auch was von wegen, ja, da fahren irgendwie auch VDLs rum und so ein Kram. Hätte man ja auch alles eben umsetzen können. Aber ich meine, der Citaro ist einfach auch ein Bus, der, denke ich mal, vielen Leuten geläufig, sehr vielen Leuten bekannt ist und deswegen, ja, ist das halt einfach eine Entscheidung gewesen, wie sie getroffen worden ist. Und ja, aber ansonsten, Map muss ich sagen, wenn es die paar Sachen, die mir gestört haben, ausgebessert wurden, dann gefällt mir das tatsächlich sehr gut. Eben viele reale Objekte. Was ich strange finde, ist, dass hier der Fahrer rumläuft, aber das ist so ein, ja, ist ja so ein Konfigurationsding, das ist ja nichts Grundsätzliches. So, ist aber Knabinski hier immer wieder. Aber auch generell schöne Wahl der Linie, das ist auch was, was man auch bedenken muss. Interessante Linienführung. Bin ich, wie gesagt, in der Realität noch nicht gefahren, aber ist eine coole Sache. Genau, natürlich auch solche Sachen, parkende Autos in der Straße, das sind einfach Sachen, die sind einfach handwerklich so ein bisschen, wo man einfach handwerklich, das sind einfach Sachen, die man umsetzen muss. Ich meine, man sieht, dass, sagen wir mal, die Entwickler, sagen wir mal, tatsächlich ein Auge für schöne Maps haben und ein Händchen für sowas, um das halt auch schön zu gestalten für schöne Objekte. Nur beim Handwerklichen, jetzt sagen wir mal auf Omsi bezogen, sind mir so, wie gesagt, die paar Sachen aufgefallen, aber trotzdem muss ich sagen, bin ich tatsächlich begeistert. Und Köln ja generell auch ein Add-on, was auch gar nicht so lange im Voraus auch angekündigt worden ist. Das ist ja was, was jetzt, glaube ich, zwischen Ankündigung und Release gar nicht so lang, nicht unbedingt so lang her ist. Ist auch, denke ich mal, immer schon früher im Bau gewesen, als man das natürlich auch sieht. Es ist ja ganz klar, dass man auch erst zu einem Publisher geht, wenn das, oder in die Öffentlichkeit geht, wenn das so eine gewisse Reife erreicht hat. Ist ja, denke ich mal, bei den meisten Sachen auch so. Was passiert, wenn man es nicht tut, sieht man ja, glaube ich, aktuell so ein bisschen an dem Omsi Add-on London. Ja, das ist dann, ich finde, das ist dann immer gut, wenn man das dann eher unter Verschluss hält und es dann erst wirklich präsentiert, wenn das alles absehbar ist. Und von daher fand ich es auch eine ganz, von der Sache, ganz gute Sache. Oder ich habe es einfach vorher nicht mitbekommen, das kann natürlich auch sein, aber ne, von daher ist das alles soweit in Ordnung. So, einmal rein mit euch. Ich sehe einfach als Kollege, ne? Der Kollege steigt ein, dann löst mich gleich ab an der Endhaltestelle. Eine muss er noch mitfahren hier. Ist aber noch ganz gut voll dafür, dass wir jetzt gleich Ende haben. Das ist ein Ticken zu voll. Dankeschön. Nicht mehr, aber ich glaube, ich habe auch. Ja, bla bla. Ganz kurz zu dem, wann das angekündigt war. Ich glaube, ich habe in der letztjährigen Gamescom auch schon irgendwas von Köln gesehen. Ich glaube, da war das noch gar nicht so offiziell angekündigt, aber man konnte das an dem Stand schon anspielen, konnte sich die Karte schon mal anschauen. Ich glaube, so ungefähr war das. Also, dass das schon im Vorjahr da tatsächlich zumindest mal zu sehen war. So. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich glaube, hier fahren wir jetzt dann noch so eine kleine, theoretisch so eine, ja, Fahrplan ein bisschen zu spät, aber im Endeffekt hat es gepasst. Okay, da fahren wir dann so eine kleine Kurve. Okay. So, wieder Fazit habe ich schon abgegeben. Da brauchen wir es, glaube ich, nicht mehr machen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann einfach ein nächstes Mal wieder. Und wie gesagt, Link zu der
Karte bzw. zum Add-on bei Aerosoft unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Irgendwann mal. Tschüssi.